Willkommen zu unserem Workshop zu Studiomonitoren und Raumakustik. Damit eure Mischungen möglichst überall gut funktionieren, solltet ihr einen Studiomonitor benutzen. Dass ein guter Studiomonitor allein aber noch nicht die Lösung eurer Probleme ist, möchten wir euch hier erklären. Ein Studiomonitor sollte linear sein, das heißt, alle Frequenzbereiche müssen ausgewogen wiedergegeben werden. Ein Blick auf die technischen Daten mit dem Frequenzgang zeigt, das kann unser Studiomonitor. Perfekt. Hochmotiviert bauen wir unser Lautsprecher-Setup auf. Und hören. Und messen mal nach. Und siehe da, unser wirklicher Frequenzgang sieht so aus. Was ist bitte mit der schönen geraden Linie aus den technischen Daten passiert? Erste Frage, woher kommt die gerade Linie überhaupt? Oder besser gefragt, wann kann unser Studiomonitor das? Die Antwort lautet, der Studiomonitor kann das ohne den Einfluss eines Raums. Man spricht von Freifeld oder auch schalltotem Raum. Die Kurve zeigt also nur, dass der Lautsprecher so konstruiert wurde, dass er ohne störende Einflüsse linear arbeitet. Schalltote Räume sind aufwendig zu bauen und lange aufhalten möchte man sich darin auch nicht. Gleiches gilt für ein sogenanntes Freifeld. Wir müssen also wohl oder übel akzeptieren, dass um unseren Lautsprecher ein Raum sein wird. Und dieser Raum kann leider dazu führen, dass unser Frequenzgang wieder so aussieht. Warum? Das Hauptproblem sind die massiven Wände, der Fußboden und die Decke. Sie reflektieren den Schall, den unsere Lautsprecher abstrahlen. Das bedeutet, es kommt nicht nur der Direktschall aus den Lautsprechern an unseren Ohren an, sondern auch viele Reflexionen. Und diese Reflexionen führen zu Überhöhungen oder auch Einbrüchen in bestimmten Frequenzbereichen. Gleichzeitig muss man wissen, dass nur hohe Frequenzen gerichtet abgestrahlt werden. Schon zu den Mitten hin wird der Kegel immer breiter. Im Bassbereich strahlt ein Lautsprecher kugelförmig ab. Die Bassenergie verteilt sich also überall im Raum und wird an jeder massiven Wand reflektiert. Eine Möglichkeit ist jetzt der Einbau von Absorbern. Materialien wie Mineralwolle entziehen dem Schall die Energie und wandeln sie in Wärme um. Der Anteil an Reflexionen kann deutlich reduziert werden. Der Nachteil? Man benötigt sehr viel absorbierendes Material, um Bassfrequenzen in den Griff zu bekommen. Um gerade im Bassbereich bessere Ergebnisse zu erzielen, gibt es eine weitere Möglichkeit, die wir euch im nächsten Video zeigen möchten. Smart Active Monitoring, kurz SAM.